Okay, Flo, wir sind jetzt on air. Ja. Ja, Leute, was geht ab? Ich weiß gar nicht, ob ihr mich versteht, aber wahrscheinlich schon. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Training. Heute ist Samstag, glaube ich, hoffe ich. Ja, heute ist Samstag. Ja. Und ich habe dir eben den Zettel gegeben, was wir heute machen, aber jetzt aus dem Kopf raus. Wir fangen direkt mit einem Workout an mit das 4 Runden von. Moment, ich gucke nach. Ja, ja. So. Ja. Soll ich vorlesen? Kreiszeug, ja. Oder ist es wieder das englische Problem? Nein, nein. Turnaround. Turnaround, okay. Also, genau, wir haben kein Kraftteil heute. Roundabout, oder? Nee, was heißt denn Kreiszeug auf Englisch? Ich hab Roundabout. Jetzt hast du mich hier auch enttarnt. Keine Ahnung. Wir blenden es ein. Wir machen uns schlau und blenden es ein. Genau, wir fangen auch direkt mit einem Workout an. 4 Rounds. 4 Rounds auf jeden Fall. 4 Rounds, 5 Quattro. 4 Rounds, 5 Muscle Ups, 20 Sumo Deadlift High Pull mit 42,5 Kilo. Wir sind international. Ja, genau. Und 100 Double Unders. Das ist Teil 1. Dann haben wir. Also ich hab erst gesagt, da der Sascha ja keine Double Unders kann, macht er heute 200 Double Unders. Aber ja, ich meinte natürlich 200 Single Unders. Ja. Wäre lustig geworden. Ja, ich wäre, glaube ich, morgen noch dran. Wahrscheinlich. Ja, genau. Und der zweite Teil ist ein E-Mom. 20 Minuten. Erste Minute 15 Kalorien rudern und zweite Minute 5 bis 15 Handstand Push-Ups. Ja, aber gekippte können wir die machen, ja, genau. Ja, danach machen wir am Ende noch so ein bisschen Accessory Work. Irgendwie mit dem Band arbeiten, ne? Banded Pull-Aparts, Banded Triceps Pushdown. Banded Bizeps Curls. Bisschen was für den Beach, ne? Bisschen was für den Beach. Abgerechnet wird am Strand. Mallorca ist nur einmal im Jahr, ne? Ja. Ja. Genau, das war's. So sieht's aus. Also wir haben jetzt 11:45 Uhr. Machen es gleich kurz warm und dann geht's eigentlich auch schon ins Workout. Sodass wir dann heute auch nicht so lange da rumhängen. Ich bin eigentlich schon warm vom Kamera festhalten hier die ganze Zeit. ich nicht. Gut. Schauen wir mal, wie es läuft. Jo. Wir nehmen euch mit. Jetzt kommt noch ein E-Mom. Weil es so schön war, geht's weiter. Ja.
Check. So, wir haben noch 500 Meter Landstraße vor uns, um euch zu erzählen, wie es heute war. Es war anstrengend. Irgendwie schon, ne? Also ich hab gedacht, also ehrlich, mit dem Workout, mit den vier Runden, ich bin froh, dass die Muscle-Ups halbwegs geklappt haben, also die ersten zwei Runden bei mir. Aber ja, die Double-Unders liefen scheiße. Single-Unders hast du ja weggehauen. Ja, ich denke mal, wenn ich die Double anders gemacht hätte, wäre ich deutlich, deutlich länger dran gewesen als du. Rechts. Okay. Wir haben es auch überlebt. Ah, hier sind wir. Genau, jetzt kannst du wieder links. Ja. Ne, die Muscle-Ups gingen erstaunlich gut bei mir. Ich konnte die alle unbroken durchziehen. Die Sumo Deadlift Side Pull habe ich immer in 10er gesplittet. Ich fand, das war das Schlimmste. Die haben mich irgendwie am meisten frustriert. Weil ich da irgendwie am meisten auf die Technik irgendwie geachtet, dass ich mir da den Rücken nicht zerschieße. Hm. Und ja, ich stand zu eng mit den Beinen. Aber ja, von der Kraft ging es dann. Hier. Hm? Hier musst du anhalten. Aber egal, wir haben es überlebt. Und heute Abend gibt's Pizza. Heute Abend gibt's Pizza, genau. Und dann ziehen wir uns noch diesen CrossFit-Film rein, den neuen, den aktuellen. Und dann lass uns inspirieren. Morgen haben wir so ein boxinternes Food-Seminar. Einer unserer Coaches oder zwei Coaches geben das. Zwei. Dann gucken wir mal, dass wir entweder noch mehr ripped werden oder noch mehr zulegen. Keine Ahnung. Also ich eher ripped. Ich eher ein bisschen zulegen. Okay, für den Strand und so. Ja, gut. Dann bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit und lasst uns ein Däumchen da, wenn euch das Ganze hier gefallen hat. Und ja. Tschüss! Tschüss.